Untersuche das Labor der gefallenen Ritter nordwestlich von Brunwig, meine ich. Oh, ich liebe Regen. Hier, bitteschön. Oh, verdammt. Hätte ein bisschen weiterschmeißen können. Ja, lauf schon rein da. Viel Energie zieht das aber nicht ab. Och Mensch. Oha, oha. Das Ding ist auch nicht zu spaßen. Okay, Kampfkraft erhöhen. Es gibt's doch gar nicht. Oh, verdammt, ich habe gar nicht mal auf meine Energie gerade geachtet. Gut, also vorsichtiger sein. Ein Schema? Da scheinen ophirische Zeichen drauf zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. Ja, vielleicht tun wir das. Auf alle Fälle muss ich unbedingt mal wieder öfter speichern hier. Vergesse ich immer. Und zwar jetzt. Zieh dein Schwert, Geralt. Komm schon. Wieso steckst du das Schwert weg? Oha. Alter, die ziehen echt viel Energie ab. Tausend Meter daneben. So, ich glaube, das war's. Kurz speichern. Noch eine Schwalbe. Schon wieder so ein. Ein schwerer Fehler, Hexer. Zeit ist zu bellen. Hör auf. Die geht mir schon wieder so auf den Sack hier. Sind nur noch wir beide. Nur noch wir beide.
Zeit zu sterben. Ja, ich glaube, der ist tot, würde ich mal sagen. Ich weiß noch nicht, was er hier so macht. Ja. Der weiß noch gar nicht, dass er tot ist. Okay. Aufklärungsbericht. Braucht beides nicht. Da oben steht noch einer, kann ich mich zufällig anschleichen. Ja. Keine Ahnung, was mit denen hier los ist. Gut, finde ich ein bisschen witzig. Thema Handschuhe des Ordens der Flammenrose. Ja, keine Ahnung, brauche ich nicht. Ist das Inventar nur wieder so schnell voll? Ich bin wieder überlastet und ach naja. Den nehme ich auf alle Fälle mit. Den auch noch. Brauche ich nicht. Ich brauche keine mehr ein Feuer. Speichern. So, verfolge ich jetzt überhaupt noch die Quest? Ja. Untersuche das Labor des gefallenen Ritter. Ich glaube, ich meditiere noch mal ganz kurz, bevor ich da runtergehe. Nochmal speichern. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Auf alle Fälle gefällt mir sein Ton nicht. Dein Ton gefällt mir nicht, Bruder. Ich dachte, ich wäre höflich. Aber wenn Manieren versagen, müssen wir wohl deutlicher werden. Schlechte Idee. Hier, Hexer, Hexer! Jetzt reicht's aber. Mann. Er macht ja einen auf Matrix. Er ist Neo. Na, mal schauen, was da drin ist.
können wir ja selbst noch in den Fistech-Handel einsteigen. Okay, ich muss nochmal speichern. Coole Wache, der schläft wohl, wa? Hä? Der sagt ja gar nichts. Ich dachte, die greifen uns an. Stehlen kann man hier auch alles, interessiert die auch nicht. Zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Glückwunsch und auf Wiedersehen. Irgendwo kann man ihn ja verstehen, aber ich weiß nicht, ob da Drogenhandel der ideale Beruf ist, sag ich mal. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von der Nesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von der Nesle würde. Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jacques der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Hä? Versuch erstmal hier hochzukommen. Verdammt. Das passt mir gerade gar nicht in den Kram hier, dass ich. Hä? Hexer! Hexer! Seht meine Tapferkeit, Brüder! Brennt doch erstmal eine Runde. Bis ich hier mit der Steuerung klarkomme, weil ich hier in der Luft stehe. Ich zünde hier alles an. Boah. Ich stehe hier immer noch in der Luft. Das wird wohl nichts mehr werden hier. Die Steuerung ging auf einmal gar nicht mehr. Man konnte sich gar nicht mehr richtig bewegen. Na toll. Verdammt! Ich bin ein Hexer. Du solltest gar nicht. Und Ritter der Fl.
Ja, aber Rat, er hat unsere Länder. Ihr seid also. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Nicht, dass ich wieder in der Luft stehe. Ich habe mich gerade, wie ich hier gewinnen soll gegen alle. Ach, die Scheiße, ey. Hab ich auch gerade gedacht. Wieso muss ich hier gegen 1000 Mann kämpfen? Gwen, wo bist du? Verdammt. Da ist der Sack. Och, Geralt, ich komme da die Treppe nicht hoch. Na, wie lange soll ich noch? Komm schon, Ulrich. Scheiße. Wenn er ein Schild hat, darf ich auch ein Schild haben, oder? Tja, lieber Arm dran als Arm ab. Geht doch, das erste Mal war ein bisschen blöd wegen dem kleinen Bug. Ja, die Schwerter nehmen wir noch mit, die kann ich ja noch verkaufen, aber den anderen Quatsch brauche ich doch eigentlich gar nicht. Überall, wo Geralt auftaucht, findet ein Massaker statt. Ja, fast überall. Ja, nehme ich auch mit. Ah, hier haben wir sogar eine Rüstung gefunden. Ist die denn besser als meine? Ich glaube nicht. Nur minus 5. Erstmal speichern. Knödel. Mal Handschuhe haben wir jetzt auch schon mal. Ich hoffe, die Rüstung ist wenigstens wert, wenn man sie verkauft. Wann ist mein Inventar überlastet? Wie viel habe ich denn noch? Ach, habe ich schon, 162. Ah, da steht's ja. Gar nicht gesehen. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier andauernd überlastet rumzulaufen. Kann ich nicht fix irgendwas wegschmeißen? Was wiegen die denn hier? Zerschmetternresistenz. Ach, ich lasse die Handschuhe mal kurz hier, egal.
kurz ein paar meditieren, Energie aufladen. So.